So, beginnen wir mal hiermit. Hey, Black Ben. So, oben, naja, der ist eigentlich relativ easy. Meine Schwester ist auch die Nummer 1, also. Heaven, ich habe Taylor bekommen. Oh mein Gott, Glückwunsch. So, ich denke, wir nehmen oben. Ich habe Lust auf was Komisches. Ich nehme, wie findest du Bailey Lichtboom? Ich finde die ganz okay. Ja, ich mag eigentlich alle. Alle. Alle, alle. Kommt kein HOL-Video mehr. Ne, ich habe keine Zeit für dieses Spiel. Das ist so viel. Ja, ich habe Lust auf Chuck Booms hier. Wenn ich schon sage, dass ich die mag, dann nehme ich die auch. Und wir bauen einen Tank für den Chao. Nehmen wir einfach Ariel. Ja, reicht. Und unten nehmen wir Windpanda. Wir nehmen das. Wobei, so clever ist das nicht, weil die strippt, aber wir machen das. Wir machen das. Hast du Runenvorschläge für Taylor? Fatal oder Tempo oder Gewalt und dann Speed, Crit Damage, Attack. Wenn du nicht genug Crit Rate erreichst, dann nimm Crit Rate in Slot 4 anstatt Crit Damage. Das ist in Ordnung. Langsam gebe ich die Hoffnung auf, dass hier ein Baby-Account-Stream kommen wird. Doch, der wird irgendwann kommen. Oder ein Video, eins von beiden. Definitiv, drei Runden Stun. Damn. Definitiv. Ich will ja alle Schriftrollen öffnen, aber dafür brauche ich ein bisschen mehr Zeit. Weil sich das, also es dauert schon, bis wir die dann alle geöffnet haben. Und ich weiß nicht, wie es mit dem Platz aussieht. Keine Ahnung. Wollte gerade, fuck, gerade einen Windpanda bekommen. Also, falls es stimmen sollte, alles, hast du wohl mega Luck heute. Glückwunsch. So, ich will als erstes den Chao töten. Rundvorschläge für Rakan. Vampir. HP, Crit Damage, HP. Und ein bisschen Speed wäre ganz cool, sonst kommt er halt nie zum Zug. Mann, ey, der proggt aber die ganze Zeit. So, den Chao töten wir jetzt gleich. Goodbye. Kam mir so vor, als hätten wir die ganze Zeit nicht gecrittet. Als nächstes gehen wir einfach mal auf den hier. Meine proggen aber auch die ganze Zeit. Hab die Legi für den Stream aufgespart. Nice. Und den killen wir jetzt auch. Wie findest du das neue Event mit der Blessing-Rolle? Ich find's cool. Ich freue mich. Na, Bruder, Herz, alles gut bei dir? Ja, und hi, SkyXXZZ. Ich find's cool. Ich werde die auf jeden Fall mit euch zusammen öffnen. Wenn ich sie denn erreicht habe. Also, es dauert noch, bis ich sie erreicht habe. Aber ich find's ganz cool. Aber ich sage euch eh, da würde ein Forster bei mir rauskommen. Also, weiß ich jetzt schon. Aber gut, wenigstens die Möglichkeit. Eine random Frage an alle. Was habt ihr heute so gegessen? Ich habe noch gar nichts gegessen. Also ich habe schon gegessen, aber ich habe noch nichts Warmes gegessen. Ich muss dringend nachher was essen. Aber deswegen bin ich ja nachher weg, weil ich dann esse. Ja, also könnt ihr mir gerne schreiben, was habt ihr heute Schönes Warmes gegessen? Schreibt rein. SkyXXZZ, soll ich für dich beschwören? Am besten nicht heute, weil ich heute nicht viel Zeit habe, aber gerne im nächsten Stream, nächsten Samstag, können wir gerne was ausmachen. Ich war heute Chinesisch essen. Chinesisch essen ist so gut. Ich liebe das. Guten Abend, Wolte. Seit Mai nochmal Tian Lang Asima. Seit kurzem auch noch Akrama testen nach dem Balance Patch. Ja, das ist wahr. Aber es gibt so viel zu tun. RTA-Kampf. Passt? Okay, alles klar. Musste so losladen, dachte, du hättest mich übersehen. Ja. Nein. Ich mach nebenbei mein Essen. Caro hat aus dem Wasseraffen gezogen, den hat sie sich schon lange gewünscht. Wenn ich einen ziehen würde, dann wäre das mein dritter. Aber ich nehme, ehrlich gesagt, ich nehme das Ciara-Pack. Und ich habe Angst vor der Ciara. Also, ja. Sushi ist einfach der Hammer. Ja, Sushi ist voll gut, aber hatte ich schon vor langem nicht mehr. Warte, wir gehen nach dem GK nochmal ganz kurz in diese Pack-Übersicht. Und dann zeige ich euch, welches Pack ich nehme und ihr könnt sagen, welches Pack ihr nehmt.
RTA-Kampf machen wir gleich. Ich gehe mal in 13-13. So. Hä, wie haben wir den jetzt besiegt? Habe ich gar nicht mitbekommen. So, gucken wir mal nach diesem Pack hier. Heiße im Spiel Yoshi, bin in deiner FL. Alles klar, machen wir nach dem GK, ja? Also ich mache nur die zwei Schwerter noch zu Ende. So, also, dann hat sie wahrscheinlich das Europe-Paket genommen. Das werde ich aber nicht nehmen, weil da Wasser, Aferperna, Booster und Diana Dupe wären. Und zwei neue. Links wären... Diana neu. Und die untere Reihe, also vier neu. Und rechts wären 1, 2, auch 3, 4 neu. Aber hier sind meine Lieblinge drin. Vanessa mag ich, Josephine mag ich, Bastet liebe ich und Diana liebe ich. Und Ciara wird wiederkommen. Also schreibt gern rein, welches Pack ihr nehmen würdet. Der Katzenmann ist da! Yay! Also wenn ihr mich gratis unterstützen wollt, einfach Ausrufezeichen Loots, dann könnt ihr auch so eine schöne Werbung mit einer Nachricht einspielen lassen. Ja, moin Heaven, moin Jojo. Ich nehme Asien, da fehlen mir noch 5 5 Stars und mein zweiter Lucian. Ja, auf die 5 Stars achte ich gar nicht, aber ich nehme auch Asia. Was mich so ein wenig verwirrt, ist, dass in der englischen Fassung von Achroma Passion 30% steht und in der deutschen nur 15%. Was? Ist wahrscheinlich ein Übersetzungsfehler. Ach, man kann die auswählen. Ja, man kann die auswählen, welches man dann nimmt. Ich nehme mir Europe-Rolle, will eine Perna, obwohl der Dämon auch verlockend ist. Ja, der Dämon ist auch cool hier bei Amerika. Aber ich mag die rechts lieber, obwohl ich Angst vor der Ciara habe. Hey, Philipp! Ich würde das Ciara-Pack nehmen, die anderen Packs sind zu viele Dupes. Ich nehme Asia nur wegen der, weil ich Wasserpaladin habe. Ich nehme Europe wegen dem Monkey und Talia. Ah, ich habe Angst vor der Ciara. Ich wette, es wird eine Ciara. Also wenn ich eine Fall kriege, dann kriege ich eine Ciara. Aber naja, ansonsten sind hier Skill-Ups für Chuck-Booms drin. Skill-Ups für das Mädchen da unten. Wie heißt sie nochmal? Weiß ich gerade nicht. Und Skill-Ups für Gargoyle. Und schöne Net 5s. Aber naja. Oder Ciara. Gönn dir eine Ciara. Ja, habe ich auch schon gedacht. Da würde eine Ciara rauskommen. Kannst ja eh entscheiden, ob Ciara kommt oder nicht. Wie kann ich entscheiden, ob sie kommt oder nicht? Ich calle, dass du einen Diana rausbekommst. Ja, das wär cool. Du hast da automatisch einen Segen in der Rolle. Ah, hat man automatisch einen Segen in der Rolle. Ja, und dann kommt Ciara oder Okeanos und dann nehme ich wieder Ciara. Ich frage mich gerade, ob das Segen dort zählt. Wahrscheinlich nicht. Anscheinend schon. Ich habe halt noch nicht gesehen, wie die geöffnet wurden, aber anscheinend zählt dann der Segen. Wie gut sind deiner Meinung nach die Gargoyles oder whatever? Joa, ich finde die ganz witzig. Das Teil ist gesegnet, also Segen. Ja, ich hoffe, es kommt nichts, weil es kommt ein Forster bei mir. Es kommt ein Forster. Und selbst wenn Segen kommt, kommt ja eh die Ciara. Warte seit 3 Jahren auf Wooster, habe aus der Scroll endlich meinen Wooster bekommen. 30 Minuten später, zweiter Wooster aus MS. Oh no. Das ist so Standard, SW. Okay, hier nehmen wir nochmal Ciara Action, wenn wir schon von ihr die ganze Zeit sprechen. Und nochmal mit Chazoon, voll Classic, Old Time. Unten versuchen wir den Ying mit unserem Booster und Bollwerk auseinanderzunehmen. Versuchen wir erstmal. Naja, wenn es ein automatischer Segen ist, wird mein Segen wahrscheinlich nicht weg sein. Ne, dein Segen wird dann bleiben, auf jeden Fall. Schönen Abend noch, Dani und Nash. Der Segen ist separat, also von der Rolle, ob 4 oder 5 5-Star kann man sich entscheiden zwischen zwei Monster. Ja, das ist ganz gut. Hab seit 20 Jahren, nach 20 Jahren endlich einen Lucian bekommen. Glückwunsch! So, Asna-chan, hi! Bekommt automatisch bei Öffnen den Segen. Ah, ich will, Ciara wieder verfehlt. Ich will jetzt die öffnen. Aber mir fehlen noch voll viel, glaube ich. Ich muss da gleich nochmal reinschauen, wie viele Punkte mir da fehlen. Mist, der strippt mich. Oder Silence, ja? Silence. Auf einem Account habe ich noch einen kleinen Segen, das sagt viel. Ach komm schon, ich würde gern den ganz bald öffnen, aber habe erst so 3k Punkte. Ich glaube, ich habe weniger Punkte. Ich
Bin mir nicht sicher. Ich habe da nicht so viel Zeit zum Spielen. Deswegen dauert das ein bisschen. Das Event dauert ja Ewigkeiten. Mach ein Opening, die Punkte kommen automatisch. Also kriegt man fürs Beschwören wahrscheinlich wieder Punkte. Ja. Ja, muss eine Beschwörung hier gegen Mekos kaufen, dann mache ich mir ein Premium Pack, dann mache ich ein Premium Pack auf. Aber dann werde ich eh nicht fertig sein. Hättest du eine Idee für eine eklige Chromatian Lang Arena Dev? A Chroma in der Arena Dev sehe ich relativ selten. Tian Lang finde ich ganz gut. So, aber es kommt aber auch mega drauf an, was du sonst noch für Monster hast. Du brauchst halt irgendeine Gefahr noch. Premium. 500 für Net 4. Oh, kommt was, sagt, gib mir 55 Euro und du kannst aufmachen. Ja. Ja. Wasserdämonen habe ich noch nicht gesehen im Kampf. Leider, ich würde gerne öfter gegen Dämonen und so kämpfen. Aber klappt noch nicht so. Boom. War eigentlich gefährlich, der hat den zurückschicken können. Step is slow. Guten Abend. Wobei, wie beim letzten Mal, Bestat hat niedrigere Base Speed als mein Wusa. So, wir klauen erstmal. Leider das Falsche geklaut. Ich wollte das Schild klauen. Weil wir den als erstes töten. Man kann mit Net 3 beschwören bis zu 5k Punkte bekommen und mit Net 4 auch bis zu 5k. Ah, okay. Ich schaue gleich mal, wie viel noch fehlt. Bestimmt nicht so viel, oder? Jetzt bin ich verlockt, die Schrift, die Schriftrolle zu öffnen. Aber macht euch keine Hoffnung, ich glaube nicht, dass es heute was wird. Oh mein Gott, der Mien geht so richtig ab, wie viel Damage der eben gemacht hat. Oh oh. Oh oh, wir kriegen den gar nicht so schnell tot. Ich wusste, dass der gefährlich ist. Nein, Wusa! Und er hielt sich so. Boah. Das ist so krass. Gib deine Gems aus, ja. Oh ja. Oh, hab Namen gewechselt. Rip Nekos. Ja, das ist so das Problem. Wir kriegen den nicht tot, ne? Ne, wir müssen erst wen anders töten. Das ist ein Problem, wenn ihr den Namen wechselt. Dann. Dann sind die Nekos weg. Was? Meine Güte, geht der ab. Das können wir noch gewinnen. Mein Skogul schafft das, ich sag's euch. Skogul ist der King. Heilige. Heilige ist der heftig. So, Skogul, bitte, du musst jetzt den Stein werfen jetzt gleich. Damn. Ein MS. Nein, hör auf, Perna. Es reicht langsam. Nein. Defense Break wieder auf Fusa. Oh, ho. Wehe nicht. Achso, gewinne, wehe nicht. Ja, ich gebe mein Bestes. Die Perna ist schon mal weg. Das ist gut. So, ich greife den nicht an. Wo ist mein Kaffee? Ich hätte doch erst die Gefahr beseitigt, also den Panda. Hallo, habe ich ja gemacht, aber der hält sich so, der hielt sich ja die ganze Zeit voll durch seine Passive auch noch. Oh oh, oh oh, so Stein wird geworfen, das ist gut. Und Schild. Megen Solo. Nee, mein Skogul macht den Solo kaputt. Ich sag's euch. Wartet nur ab, mein Skogul regelt das Ganze. Der ist sick. Nein, hör auf, Panda! Oh. Ja, das Lieb bringt mir jetzt null. Ja, nein, nein. 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 Wenn ich den Stein werfe, wenn ich den nächsten Zug überlebe, so, okay, das gewinne ich. Von wegen, das wird ein Lose. Hey, GLP Faker, na du? Ja, so ein schlechtes Monster. Ja, muss die Lieder mal wechseln, irgendwie immer das Gleiche. So. Ha! Wer hat gesagt, ich verliere hier? So, eigentlich wäre der am besten, aber der ist gar nicht so stark. Hi Vito! Wen machen wir denn? Ich weiß nicht. Den hier. Ich glaube, der ist am gefährlichsten.
Ab jetzt Lurk Mode aktiv. Am Mist, dass unser Bollwerk tot ist. Ich liebe Bollwerk gegen Chandra. Wir nehmen was anderes. Wir nehmen mein Zweitlieblingsteam und nehmen selbst einen Chandra mit. Chandra, wo bist du? Chandra, ist das die richtige Jan? Nein. Es wäre schlecht, wenn ich die mitgenommen hätte. Das ist die richtige. Und unten nehmen wir Skogul, weil er so cool war. Mit Leo und Raki. Nehmen wir einfach mal Raki mit. Sag an, Bruderherz, wie war dein Tag? Ganz gut. Viel geschafft, also sehr produktiv heute. Hab nur gesagt, dass du gewinnen sollst. Ist Trevor mittlerweile nicht gut? Naja, ich finde Trevor ist eigentlich ganz noch, also kann man nach wie vor benutzen, ist nicht mehr so gefragt, aber ich finde, ich mag den eigentlich. Jetzt hätte ich den benutzen wollen. Wie war euer Tag? Was habt ihr heute Schönes gemacht? Schreibt's gerne rein. So, ich hacke die mal. Was habt ihr heute an diesem wunderschönen Samstag alles gemacht? Was ich schade finde, ist, dass Samstag schon fast vorbei ist und dass dann das Wochenende vorbei ist. Ich will nicht. Die Wochenenden gehen immer viel zu schnell vorbei. Ah, das ist so traurig. Pizza gebacken. Ja, das ist immer was Leckeres. Jetzt hätte ich Lust auf Pizza. Ah. Egal, ich könnte eigentlich fast alles essen, weil ich so Hunger habe. Hätte ich am liebsten mit dir verbracht. Na. Oh. Ah, du warst ja draußen. Und nachher gucken wir noch was. Serie geschaut, Folge um Folge. Mega nice war meine. Vielen Dank für den Sub! Quantum Ghosty. Ich habe dich zwar noch nie hier gesehen, aber vielen, vielen Dank für den Sub. Welche Serie hast du denn geschaut, Philipp? Dankeschön. So, wenn ihr mich gerade mit Loot unterstützen wollt, also einfach eine Nachricht hier einblenden lassen wollt, dann Ausrufezeichen Loots. So, wir pushen erstmal die Chasun zurück. Als ob der geladen. Wir haben den falschen Leo dabei. Nein. Nein. Sabrina und Bailey gezogen. Not bad. Nein, wir haben den falschen Leo dabei. Ja, das wäre am schönsten gewesen, wenn das so geklappt hätte. Nein. 312 mystische Schriftrollen geöffnet und keinen Fall aufgezogen. Damn, das muss frustrierend sein. So, wir critten den jetzt. Nein! Okay. Grand Hotel auf Netflix. Klingt cool. Habe ich noch nie gehört. Hallo, ich bin Zoe. Habe es nicht pünktlich zu deinem Stream geschafft. Habe immer auf YouTube gesehen und mich geärgert. Na, freue mich. Achso, neu. Okay. Freue mich, dass du da bist. Willkommen im Stream und danke für den Sub. Habe nach 2 Jahren meinen ersten Blitz aus einer LD-Schriftrolle bekommen und es war Celia. Was? Sie bringt dir nichts? Da sie nur gut in RTL ist. Ja, die ist schon krass. Also die kannst du auch gut im GK benutzen. Letztens habe ich eine krasse GK-Celia-Dev gesehen. Die hätten mich fast besiegt, aber auch nur fast. So, wir haben gewonnen. Das war schon mal gut. Wir schauen jetzt mal hier rein, wie es aussieht mit den Punkten von der Schriftrolle. Ich muss nämlich in 10 Minuten schon gehen. Hust, hust. So, wir haben Punkte. Wie viele haben wir? Wo steht das? 1900. Ah, nee. Nee, das schaffen wir nicht. Also da muss ich definitiv noch einige Punkte mehr sammeln. Noch richtig viele Punkte, bis wir die Schriftrolle bekommen. Vielen Dank für den Sub! So, 3/4 Jahr ist nun rum und immer noch nicht VIP oder was anderes. Willst du VIP werden? Kann ich doch machen, eigentlich. Pikachu, wenn du das willst. Toll, mein erster Stream und 10 Minuten ist Schluss. Shit. Ja, du hast den falschen hier ausgesucht. Aber nächstes Mal ist wieder ganz normal. So, jetzt aber vielen Dank fürs Zusehen. Hat viel Spaß gemacht. Ich habe die YouTube-Begrüßung ganz vergessen. Egal, bei YouTube. Fühlt euch gegrüßt. So, wir sehen uns dann demnächst wieder. Und vielen Dank für die Follows und für den Sub und für eure schöne Anwesenheit. Ja, GLP-Faker, ich muss leider heute weg. Aber nächste Woche wieder ganz normal. Wie groß bist du? 1,83 oder so, also ist okay. So, haut rein, Freunde, bis zum nächsten Mal. Ciao.